kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist Ihr neues Zuhause, Stefan. Hey, wer ist das denn? Hallo, Stefan. Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm, einer zu werden. Bist du bereit, ein wahrer Schreckensteiner zu werden? Wir sollten Rosenfelserin einen Streich spielen. Es sind die Mädchen aus dem Internat unten am See. Vor allem behaupten sie, dass der See zu Schloss Rosenfels gehört. Tschüss. Gibt es Krieg? Nur Rache. Macht sie fertig. Möge die Nacht mit euch sein. Wer war das? Ein Huhn. Diesmal sind sie zu weit gegangen. Das kriegen sie richtig zurück. Ketchup in unseren Schuhen. Apfelmittel ins Trinkwasser. Ist das hier üblich? Nicht in den letzten 2 Jahrhunderten. Das war eine rhetorische Frage. Was ist eigentlich eine rhetorische Frage? Wahrscheinlich etwas speziell Weibliches. Keine dämlichen Streiche mehr. Nein. Wenn es keine Mädchen wären, können sie mir fast leid tun. Aber es sind Mädchen. Was geht ab? Hühner! Hühner, schaut mal! Nicht Kraft zählt bei dem diesjährigen Sportfest, sondern Geschicklichkeit und mentale Stärke. Trotzdem bedarf es Ausdauer und Mut. Mehr recht. Für Schreckenstein! Für Schreckenstein! Ja, was habt ihr für einen schlappen Haufen hier? Warum wollen Sie Schreckenstein verkaufen? Was passiert mit uns? Wir ziehen nach Rosenfels. Guten Appetit. Das wird das Ende von Schreckenstein besiegeln. Es gibt noch eine Möglichkeit, das zu verhindern. Wir erwarten einen Geschäftsmann aus China. Ah, Spannferkel. Ja. Der Hund war aus. Da. Ihr seht, ihr habt keine Chance. Alleine nicht. Aber mit eurer Hilfe. Und was kriegen wir dafür? Ein Kuss. Ihr braucht jetzt gar nichts zu sagen. Ich mach das trotzdem nicht. Er hat sie geküsst. Die Luft angehalten mit Mund zu Mund. Ja, vielleicht vom geilen Video prima. Für die Mädels zum Heidi Klum gucken. Ja. Kennen Sie doch Goethe, oder? Also, nein, echt, nicht den von fucking Goethe.